Willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Wir suchen die fünf Teile des Torschlüssels, mehr oder weniger sollen Schlüssel darstellen. Teil 1 haben wir schon gefunden. Und Teil 2 haben wir auch sofort. Passt auf. Zack. Und dann springen wir das Teil da mal weg. Ja, machen wir. Zack. Und da haben wir schon. Nummer 2, das zweite Schlüsselfragment. 3 fehlen noch. Und ja, ich habe auf jeden Fall den Anspruch, alle in diesem Paar zu finden. Das ist wohl das Mindeste, aber das schaffen wir auch locker. Das würden wir auch schaffen, wenn ich es nicht wüsste, wo die Teile sind. Und aber jetzt haben wir noch ein bisschen Kampf vor uns. Komm. Oh mein Gott. So, immerhin. Kann wohl nicht angehen hier. Dein Gebildtute da, das geht mir so auf den Nerven. Unfassbar. So, jetzt ist Ruhe. Noch irgendwie was wir hier wegsprengen können? Vielleicht ein kleines Geheimnis hier irgendwo? Na, sieht nicht danach aus. Aber dennoch haben wir hier noch was vor. Genau, und das dritte Teil. Das gibt's nämlich hier vorne. Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt nicht großartig die Auchersuche benutzen muss, weil ich das einfach letztens erst gemacht habe. Ist nicht so lange her jetzt. Wie gesagt, wer sich erinnert und den letzten Part gesehen hat, der weiß ja, dass ich die Aufnahme letztens versaut habe und es nicht geklappt hat, deswegen. Ja, deswegen jetzt alles im Perfektmodus. Ich hätte es mir eigentlich auch anders gewünscht, weil es ist auch für mich ein bisschen leichter, dieses Let's Play unterhaltsam zu gestalten, wenn ich nicht alles so aus dem FF kann. Aber gut, so kommen wir wenigstens einmal schnell voran. Und dann nach dem zweiten Tempel wird es dann für mich wieder auch ein wenig rätsellastiger. Abschütteln. So. Da kommen wir nicht rüber, genau. Da gibt es wieder Eldin-Erz. Auch schon ziemlich viel von. Abhängen. Spring, Link. Spring doch mal. Wäre mir lieber. Bin schneller. Macht er leider so selten. Und hoch da. So. Ach, was war das denn? Zu wenig Anlauf. Du nimmst doch sonst bei jeder Kraft. Ah. Mein Gott. Lass es hier regnen. So. Mach jetzt keinen Mist. Ja gut, ein vernünftiger Sprung und die Sache läuft. Oh, möglichst schnell versuche ich das hier. Oh, oh, oh. Okay, jetzt kein Problem mehr. So, und wenn wir hier nochmal rüber müssen, können wir das ganz einfach über die Brücke tun. Ja.
Aber ich muss gestehen, wo ich die Teile das erste Mal hier gesucht habe, also die Schlüsselfragmente, war gar nicht so einfach. Stellenweise führte ich die Aurasuche ein bisschen in die Irre. Vor allen Dingen überhaupt die Idee, hier lang zu gehen. Du denkst einfach, du brauchst irgendwann mal später im Spielverlauf eine andere Rüstung, mit der man dann, ihr wisst schon, durch Feuer laufen kann. Ach, kein Mist. Komm, nimm die Fee mit. Nimm die Fee mit. Das ist doch ein Witz. Ja. Da war ich mir einfach nicht sicher, ob das passen kann. Und vor allen Dingen wusste ich auch nicht, welcher Weg der richtige sein sollte. Also in diesem Feuerbereich gerade, der einem definitiv Schaden zufügt. Und ich dachte mir einfach, wenn... Es kann ja nicht sein, dass wir hier an eine Stelle kommen, wo wir definitiv Schaden nehmen. Das gibt es doch eigentlich gar nicht. Also was sollte es zumindest nicht geben. Oh, das war glaube ich zu früh. Das war zu früh. Eine Sekunde zu früh. Okay, so sehe ich besser. Die Kamera anvisieren. Und gehst du wo mal an? Ja. Jetzt aber. So, Teil Nummer 4. Und ich möchte mal sagen, ich habe ein wenig leichte Rückenschmerzen. Und ich habe heute dieses Spiel irgendwie schon 5 Stunden oder so gezockt. Das ist echt Rekord für mich. Überhaupt 5 Stunden am Tag, das ist sehr selten. Ah, wir haben es jetzt spät. Ich habe sehr früh angefangen. Na gut. Wieso erzähle ich das? Weil es einfach schwierig ist, in diesem Bereich des Spiels etwas zu sagen. Vor allen Dingen, wenn man es genau weiß. Wenn ich jetzt rätseln müsste, so nach dem Motto, oh, wo ist das, wo ist das? Wäre es einfacher. Aber so. Na gut. Boah, diese Stelle. Die Stelle, die war richtig hart. Hab ich ewig für gebraucht, bis ich habe das einfach nicht gesehen, dass ich hier... Ach, ja. Okay, das war Mist. Nicht eng genug, ich kann nämlich hier die Lava ablassen. Ja, wenn man das nicht wirklich so durch Zufall sieht, wie willst du denn darauf kommen? Das geht einfach gar nicht. Ewig hat es gedauert. So, und dich kann ich einfach rollen. Und das hat wahrscheinlich nicht geklappt. Doch. Glück gehabt. Ich wollte noch ein bisschen dagegen rennen, um mich vielleicht zu stoßen. Hätte ja klappen können. Auch wenn das wirklich sehr, sehr eng gewesen wäre. Du hast das letzte Schlüsselfragment erhalten. Nun kannst du das Tor zum Tempel öffnen. Begib dich zurück zum Gipfel und mache dich, ja, auf die Suche nach Zelda. Behaupte ich jetzt einfach mal, dass das stand. Wieder ein bisschen Vorschlag gelesen. Aber ihr könnt es ja selber lesen, ihr lest bestimmt schneller als ich. Ja. Hier können wir wieder hoch. Genau, die Brücke zurück. Ja, ich muss gerade ein bisschen überlegen. Mit Wegen habe ich es immer nicht so. So gar nicht, aber hier müsste doch eigentlich sofort der Tempel kommen. Hier jetzt rechts, oder nicht? Liege ich jetzt komplett falsch? Nein. Gut, Link, dann setz das mal ein.
Ja, Leute, dann sage ich mal, willkommen im Tempel des Erdlandes. Meiner Meinung nach ein richtig cooler Tempel. Macht auf jeden Fall viel Spaß zu spielen. Auch besser als der erste. Wenn auch ein bisschen leichter, würde ich behaupten. Aber vielleicht macht er mir gerade deswegen ein bisschen mehr Spaß und einfach, weil ich ja, wie ich glaube ich schon 100.000 Mal gesagt habe in diesem Let's Play, alles was Feuertempelmäßig ist, liebe. Da haben wir das nochmal gesehen. Alles was Feuertempelmäßig ist, liebe ich. Alles was Wassertempelmäßig ist, hasse ich. Und meine Güte, mach's doch nicht so schwer hier, Glibber, bla bla bla. Ja, ja. Oh, Nintendo, bitte beim nächsten Mal, ne, wenn wir die Konsole ausmachen, heißt das nicht, dass wir alles nochmal wieder erklärt haben müssen. Echt nicht. Wenn ich das aus einer Truhe hole, das ist okay. Damit lebe ich. Aber sonst. Und ich möchte den Tempel übrigens komplett erkunden. Also wir werden nach Möglichkeit alle Truhen und so weiter holen, egal was es ist. Verflucht, alles voller Ungeheuer. Und ich wurde von meinem Kumpel getrennt. Wird nicht herkommen sollen. Ich kenne dich doch. Hat dich die Suche nach deiner Freundin hierher gebracht? Da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und komischen Klamotten weggebracht wurde. Aber es ist sinnlos, ihr zu Hilfe zu kommen. Das ist alles voller Ungeheuer. Halt dich da lieber raus. Es ist viel zu gefährlich. Nee, das geht schon irgendwie. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Keine Angst. Oh, du nervst. Die Viecher einfach nur nerven. Immer kommen die da aus ihren Löchern. So, aber damit kommen wir gleich zum ersten Rätsel dieses Tempels. Was mich schon beim letzten Mal vor fast unlösbare Aufgaben gestellt hat. So lächerlich das auch ist. Na komm, wo bist du hin? Ja, okay, dann lass mich in Ruhe. Hier sehen wir ja, ja, ihr seht ja hier die Dings, eine Zugbrücke. Und das ist ja auch alles noch ganz eindeutig. Die machen wir los und dann kommt hier runter. So, da ist der zweite und da dachte ich mir dann, alles klar, zwei Stück. Fertig. Nee, nicht fertig. Hä? Was ist jetzt? Da habe ich hier alles nochmal durchsucht, ne? Und einfach nichts gefunden, bis mir dann endlich auffiel. Oh, da. Direkt neben der Zugbrücke ist noch ein dritter. Und den kann ich mit meinem Käfig losmachen. Das ist sowieso in diesem Spiel, soweit ich das bis jetzt gesehen habe, immer wenn irgendwie eine Sache nicht ganz klar ist und man sich wundert, wie soll das jetzt weitergehen. Nimm den Käfer. Der Käfer wird's richten. Gebieter, ich habe einen neuen Typus von Gegner in der Nähe entdeckt. Er scheint äußerst überlegene körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich schlage vor, ihn durch Drücken von Z anzuvisieren und mich mit Hilfe von Steuerkreuz zu rufen, damit ich dir weitere Informationen über ihn geben kann. Gut, das können wir machen. Es war unnötig. Dies ist ein Exalfoss. Diese kräftigen Wesen sind mit einem eisernen Handschild ausgestattet und verfügen über eine hervorragende Kondition. Einen Exalfoss zu treffen ist sehr schwierig. Versuche eine Lücke in seiner Schildabwehr zu finden. Du hast diesen Gegnertypus nur einmal besiegt. Aufgrund deiner niedrigen Anzahl ist eine genaue Analyse unmöglich. Ja. Was hat mir das jetzt gebracht? Dass sie mir das gesagt hat. Jetzt mal ehrlich. Und im Endeffekt ist es sowieso so, dass man alle Gegner am besten durch bloßes Fuchteln besiegen kann. Vor allem muss ich sowieso erstmal rumfummeln, bevor der überhaupt mal eine Deckung benutzt. Und wenn der keine Deckung benutzt, kann ich ihn auch nicht mal ansatzweise angreifen. Ist ein bisschen nervig. Du hast einen Eidechsenschwanz erhalten. Ja. Wofür ist die Sammlung? Ich habe das auch mehrfach schon gefragt, da bin ich mir fast sicher.
Aber aktuell habe ich noch keine Antwort darauf. Also, Leute, erzählt's mir. Ich möchte es wissen. In den Kommentaren. So, wir haben auch schon wieder massig Biene. So, hier, so viele Bomben. Die werden ja wohl nicht ohne Grund da sein, ne? Damit können wir uns so ein... Ja, so eine Kugel da freisprengen. Und die hat man auch schon in einer Menge Trailern gesehen. Deswegen gehe ich fast davon aus, dass jeder sie kennt. Man hat ja schon gesehen, wie Link da auf den Dingern rumbalanciert ist. Und ja, als ich das gesehen habe, hatte ich schon ein bisschen Panik. Weil ich das nicht unbedingt mag. Aber da ich festgestellt habe, ich muss das nicht mit der Wiimote machen. So wie ich es eigentlich dachte. Ah, Mist. Sondern einfach mit dem Nunchuck drauf steuern kann. Ist das okay? Ich dachte schon, das wäre wie bei Super Mario Galaxy. Da gab es ja auch so ein paar Missionen, wo man auf so einer Kugel balanciert. Hölle, meiner Meinung nach. Wenn sie sich sparen können. Ah, viel zu. Und? Ja, komm frei. Da gibt es zwar auch nichts Tolles, oder ich glaube zumindest, dass es nichts Tolles ist. Zumindest nichts Tempelrelevantes, aber wie gut, wie gesagt, wir machen alles. Und da gehört auch diese Kiste zu. Ja, goldenen Schmuckschädel. Toll. Keine Ahnung, was der kann. Keine Ahnung. Ja gut, die sammeln Items, klar. Die können irgendwann das Schild verbessern. Und den ganzen anderen Kram, den wir haben. Aber aktuell habe ich nichts irgendwie von den Sachen, die ich gebrauchen könnte. Um mal was aufzuleveln. Ist auch teilweise echt Glück, ob man die Sachen kriegt, habe ich das Gefühl. Auf dem einen Profil habe ich halt viel mehr und auch an dieser Stelle hatte ich beim letzten Mal mehr. Mehr von den Sachen, die ich gebrauchen könnte. Ja, finde ich ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Das jetzt auch. Die einfach nur nerven. Kann ich hier schon was machen? Hier ist so das Haupträtsel dieses Raumes. Hier hinten kriegen wir die Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hau bloß ab. So, wir speichern. Ich beende an dieser Stelle den Part. Bis dann und ciao.